Ich begrüße Sie zu ATV Nachrichten an Aschermittwoch. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Tourismus in der Region. Urlaub im Allgäu war noch nie so beliebt wie heute. Tradition statt Narrensprung. Fasnacht-Ziestag in Oberstaufen. Und Inklusion durch Sport. Fußballturnier der Allgäuer Werkstätten in Sonthofen. Egal ob Winter oder Sommer, das Allgäu ist bei den Touristen zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Reiseziel. Im Winter sind es die Wintersportler, die für Umsatz sorgen. Und auch im Sommer bietet die Region eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Wandern, Radfahren oder auch Wassersport sind bei den Touristen beliebte Sommeraktivitäten. Jetzt hat die Staatsministerin für Wirtschaft, Ilse Aigner, die Zahlen der bayerischen Tourismusbranche vorgestellt. Mit erfreulichem Ergebnis. Der Freistaat ist so beliebt wie nie. Sie ist das große Kapital für den Tourismus im Allgäu. Die Landschaft. Berge, Seen und Moore ziehen jährlich mehrere Millionen Touristen an. Im Sommer sind es vor allem die Wanderer und Radfahrer, die die Region schätzen. Im Winter ziehen die schneebedeckten Berge die Wintersportler an. Klaus Holleczek ist Vorsitzender des Tourismusverbands Allgäu-Bayerisch-Schwaben. Der Verband vertritt die Tourismusbranche in der Politik, denn am Tourismus hängen viele Arbeitsplätze in der Region. Wenn ich jetzt das Verbandsgebiet nehme und sage Ihnen zwei Kennzahlen, dann erkennt man vielleicht, wie wichtig das auch für uns ist. Im gesamten Bereich Allgäu-Bayerisch-Schwaben steht der Tourismus für 90.000 Arbeitsplätze und für eine Wertschöpfung von 4,8 Milliarden Euro. Im Allgäu natürlich noch stärker als im Rest von Schwaben, aber ich denke, das ist schon beeindruckend. Und das zeigt auch, dass es wirklich auch eine Wirtschaftskraft ist, die hinter dem Tourismus steht. Das große Zugpferd, vor allem für den internationalen Tourismus im Allgäu, ist natürlich Schloss Neuschwanstein mit jährlich rund 1,5 Millionen Besuchern, Tendenz steigend. Es gibt kaum jemanden, der sich der Faszination dieses Schlosses entziehen könne. Das Schloss sei ein Leuchtturm mit weltweiter Strahlkraft, so Holleczek. Eine immer größere Rolle im Tourismus spielt der Gesundheitssektor. Nach Problemen durch die Gesundheitsreformen in den letzten Jahren setzen die großen Kurorte im Allgäu auf innovative Angebote. Scheidegg zum Beispiel, glutenfreies Essen, also die ganz klare Aussagen zu dem Thema Gesundheit treffen. Und ich glaube, das wollen die Gäste auch. Allergikerfreundliche Kommune, auch ein ganz großes Stichwort, dass man sich so einer Idee auch im Gesamtbereich unterschreibt und sagt, wir tun im Ort gemeinsam in einer Kette alles dafür, dass wir diese Aussage treffen und dass dann auch die Kunden das finden, was sie wollen. Im Moment dominiert im Allgäu noch der Wintertourismus, der rund 60% des Geschäfts ausmacht. Der Sommer holt aber mit großen Schritten auf. In den nächsten Jahren werden Sommer- und Wintertourismus gleich aufliegen, sagen die Prognosen der Touristiker. In den Allgäuer Skigebieten stehen deshalb große Projekte an. Der Klimawandel lässt die schneesicheren Gebiete zusammenschmelzen. Um im Vergleich zu den großen Skigebieten in Österreich und der Schweiz attraktiv zu bleiben, wollen die Liftbetreiber mehr in Beschneiungsanlagen investieren. Natürlich spielt der Klimawandel eine Rolle. Und wir kennen ja auch die einschlägigen Studien. Die Diskussion am Sudelfeld war ja gerade sehr groß. Aber es gibt ja auch die Aussage, dass die nächsten 30, 50 Jahre das durchaus sich noch rentiert. Und wir sind ja auf einem guten Weg, weil wir im Allgäu ja nicht nur auf eins setzen, sondern auch parallel unsere Angebote weiterentwickeln. Also vom Wellness bis neue Ideen einzubringen, Innovation, das ist schon wichtig. Nicht zu sagen, wir bleiben stehen, wir verlassen uns auf alles. Heute ist das Allgäu eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. In den letzten 4 Jahren stiegen die Übernachtungen stetig auf 11 Millionen pro Jahr. Qualität und Innovationskraft sollen die Zukunft des Tourismus sichern. Und nicht zuletzt der Erhalt einer einmaligen Landschaft. Der Faschingsdienstag ist der letzte der Karnevalstage und eigentlich der Höhepunkt der Faschingszeit. In Oberstaufen konnte man gestern aber keine Kostüme sehen, sondern die Altstaufener Volkstracht. Denn dort wird traditionell Fasnacht-Ziestag gefeiert. Dieser geht weit zurück und gedenkt den Menschen, die damals der Pest zum Opfer gefallen sind. Aber er ist auch ein Tag, der neuen Lebensmut und Freude bringen soll. Und somit wird der Fasnacht-Ziestag jedes Jahr in froher Gemeinschaft gefeiert. Keine Zünfte, Narrenrufe oder wilden Faschingspartys in Oberstaufen. Die einzige maskierte Gestalt, die hier gestern zu sehen war, war der Butz in seinem Flecklehäs.
Er ist eine wichtige Person am Fasnazi-Tag, der jedes Jahr traditionell am Faschingsdienstag gefeiert wird. Mit Fasching hat dieser Tag aber nichts zu tun. Er beruht auf einer ganz anderen Geschichte und sehr alten Traditionen. Der Fasnazi-Tag, der geht zurück aufs Jahr 1635, in dem Jahr, als in Staufen die Pest gewütet hat, wo drei Viertel oder mehr wie drei Viertel von der Bevölkerung ausgelöscht wurden durch die Pest. Da war jede Familie betroffen, kein Haus ist unverschont geblieben. Und daraufhin hat der damalige Regent, der Graf Hugo von Königsegg-Rotenfels, verordnet, dass man einen Umzug macht und dafür nur eine Fahne gestiftet. Und der Umzug soll jedes Jahr wiederholt werden, einfach um die Moral und die Lebensfreude in der Bevölkerung wieder zu schaffen. Die Fahne ist bis heute ein Symbol für die wiederkommende Lebensfreude und den Mut. Denn nach der Pest, die mehr als 700 Menschen tötete, brauchten die Bewohner Staufens einen Lichtblick. Deswegen ist die Person, die die Fahne trägt, auch so bedeutend. Der Fähnrich wird jedes Jahr neu gewählt und darf nur ein lediger und unbescholtener Mann aus der Gemeinde sein. Dieses Jahr durfte Florian Schoderer die wichtige Aufgabe übernehmen und die Fahne durch die Gemeinde tragen. Meine Aufgabe ist sehr umfassend. Also in meiner kompletten Verantwortung liegt eigentlich, dass der Umzug stattfindet oder das Fest stattfindet und der Kernpunkt des Fahnenschwingen ist. Sprich, meine Hauptaufgabe ist natürlich, die Fahne dem Volk zu zeigen und dann hier zum Gedenken zu senken und zum Festakt dann die Fahne auch zu schwingen. Oberstaufen ist der einzige Ort, an dem der Fastnazitag noch gefeiert wird. Und die Bewohner sind sehr stolz darauf. Der Festzug führt am Abend einmal um die Kirche herum. Allen voran der Butz. Mit einem Besen in der Hand kehrt er symbolisch die Pest von den Straßen. Ihm folgt die Fahnensektion Oberstaufen in Volkstracht und mit Trommel und Fackeln. Nach einer Runde um die Kirche hält die Prozession am Kirchplatz. Nach einigen gesprungenen Runden um einen Reisighaufen lässt sich der Butz pünktlich zum Gebetsläuten fallen und stirbt. Bam. Der Butz, der stirbt ja symbolisch für die Pestopfer auf dem Kirchplatz. Er hat die ganze Krankheiten in seinem Tanz auf sich genommen. Darum stirbt er um 6 Uhr zum Gebetsläuten und wird dann symbolisch der tote Butz weggetragen. Danach geht er natürlich heim, duscht sich und kommt auch noch raus ins Kurhaus. Genau, für den ist der Tag danach auch noch nicht gelaufen. Schließlich soll der Tag die Lebensfreude unter dem Volk wieder verbreiten. Und das macht man am besten mit einem Fest. Deswegen wird im Kurhaus noch ein wenig gefeiert. Alles natürlich nach alter Tradition. Psychische Erkrankungen sind immer öfter ein Grund dafür, warum Arbeitnehmer krankgeschrieben sind, bundesweit zumindest. Denn im Allgäu ist das seltener der Fall. Das besagt die aktuelle Studie der Barmer Ersatzkasse. Statistisch sind die Allgäuer psychisch stabiler. Die Gründe sind laut der Versicherung schnell gefunden. Es gibt ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Die Allgäuer sind generell sehr gesundheitsbewusst. Und die Arbeitslosigkeit ist verhältnismäßig niedrig. Gerade der letzte Punkt ist in Sachen psychischem Stress wichtig. Stichwort Wertschätzung. Chefs sollten also nicht nur das Wirtschaftliche im Auge haben, sondern auch Anerkennung zollen und Begeisterung für den Job wecken. Auch im eigenen Sinne. Denn die Fehltage kommen die Unternehmen laut der Studie teuer zu stehen. Durchschnittlich 400 Euro kostet ein Fehltag den Arbeitgeber. Weitere Meldungen aus der Region gibt's gleich in ATV Kompakt. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Einzigartig in Europa, das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg, die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de
Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Die Meldungen vom 18. Februar 2015. In Isny hat ein 34-Jähriger mit einem Messer auf einen zufällig vorbeikommenden Mann eingestochen und diesen schwer verletzt. Ein anderes Opfer kam mit leichten Verletzungen davon. Der mutmaßliche Täter hatte einem 27-Jährigen etwa 500 Euro geschuldet. Als dieser das Geld wiederhaben wollte, kam es zum Streit, in dessen Verlauf der stark betrunkene 34-Jährige handgreiflich wurde. Mit einem Messer stach er auf sein Gegenüber ein. Das konnte jedoch ausweichen, wurde dabei aber leicht verletzt und wehrte sich mit einer Eisenstange. Der 34-Jährige flüchtete daraufhin laut schreiend durch eine Gasse und versetzte dabei einem vorbeikommenden 28-Jährigen einen Messerstich in den Bauchraum. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, der mutmaßliche Täter wenig später widerstandslos festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Katrin Mädler aus Osnabrück wird ab der Spielzeit 2016-2017 die neue Intendantin am Landestheater Schwaben. Oberbürgermeister Ivo Holzinger und der jetzige Intendant Walter Weyers stellten heute die 39-Jährige der Öffentlichkeit vor. Weyers beendet nach fast 20 Jahren seine Arbeit am LTS, betonte aber, dass es eine harmonische Übergabe geben werde. In den nächsten Wochen wird Mädler bereits die Planungen für ihre erste Spielzeit beginnen. Ich erwarte mir, dass sie das Theater erfolgreich in die Zukunft führt. Sie wissen, Kunst, Kultur und Theater, das ist immer eine schwierige Sache. Es geht ja immer auch ums Geld, um die Finanzierung, dass sie also diesen Bereich gut schafft. Und das schafft sie dadurch, dass sie aus meiner Sicht einen guten Spielplan, einen guten Kontakt zum Publikum, einen guten Kontakt über die Stadt Memmingen hinaus zu unseren Mitgliedern im Verbandsgebiet, das für mich ganz besonders wichtig ist, pflegt. Und dass sie dadurch das Theater weiter voranbringt und erfolgreich fortführt. Katrin Mädler arbeitet aktuell am Theater in Münster. Zuvor war sie am Staatstheater Nürnberg tätig. Ihr Schwerpunkt liegt bislang auf zeitgenössischen Texten. Sie betreute bereits zahlreiche Ur- und Erstaufführungen moderner Stücke. Diese Arbeit möchte sie auch in Memmingen fortführen. Mehr zum Thema sehen Sie morgen bei uns in der Sendung. Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Dietmannsried ist heute früh eine 76-jährige Frau schwer verletzt worden. Feuerwehrleute fanden die Frau bewusstlos in ihrer Wohnung liegend und brachten sie ins Freie. Sie wird auf der Intensivstation behandelt. 4 weitere Bewohner des Hauses konnten das Gebäude allein verlassen. Ein Feuerwehrmann verlor bei dem Einsatz seine Maske und wurde leicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Im Unterallgäu hat sich heute Morgen ein Unbekannter eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten hatten das Auto im Bereich der Rastanlage Türkheim kontrollieren wollen. Der Fahrer gab jedoch sofort Gas und flüchtete in Richtung Nordosten. Dabei wurden auf den Landstraßen teilweise Geschwindigkeiten von 170 Stundenkilometern erreicht. Im Landkreis Augsburg verlor sich dann die Spur des Flüchtenden. Die Polizei hat aber das Kennzeichen des Unbekannten. Die Stadt Kempten beginnt nächste Woche wieder mit der sogenannten Krähenvergrämung. Durch eine laute und leuchtende Drohne sollen die Tiere aus dem Stadtpark und der Bohleite vertrieben werden. Außerdem werden wieder Nester der Krähen entfernt. Neu ist in diesem Jahr der Einsatz einer beweglichen Uhu-Attrappe. Die Dreifachturnhalle in Bad Wörishofen wird gebaut. Das hat der Stadtrat trotz Bedenken von Bürgermeister Paul Gruschka entschieden. Die Halle soll etwa 5 Millionen Euro kosten. Im Haushalt der Stadt klafft noch ein Loch von rund 6 Millionen. Die Stadt will deshalb an anderer Stelle sparen. Bauen soll die Halle aus steuerlichen Gründen eine eigens gegründete gemeinnützige Sportstättengesellschaft. Über die Halle war im letzten Jahr heftig diskutiert worden. Bei einem Bürgerentscheid zum Thema wurde aber nicht die nötige Stimmenzahl erreicht. Das Lindenberger Gymnasium will sich möglicherweise doch als Modellschule für die neue Mittelstufe Plus bewerben. Das teilte jetzt Schulleiter Hermann Endres mit. Aktuell frage man das Interesse bei Schülern und Eltern ab.
Auch der Elternbeirat und das Lehrerkollegium werden in die Entscheidung mit einbezogen. Nach den Faschingsferien soll außerdem geklärt werden, ob eine gemeinsame Bewerbung mit den beiden Lindauer Gymnasien möglich ist. Die Mittelstufe Plus wird ab dem kommenden Schuljahr in Bayern erprobt. Vorgesehen ist, den Schulstoff der Jahrgangsstufen 8 bis 10 auf ein weiteres Jahr zu verteilen. Damit könnte Nachmittagsunterricht eingespart werden. In jedem Regierungsbezirk sollen 4 bis 5 Gymnasien das System als Pilotschulen testen. Das waren die Kurznachrichten vom Mittwoch. Und jetzt schauen wir noch, wie das Wetter wird. Die Nacht ist klar in den meisten Teilen des Allgäus. Nur im Unterallgäu ziehen Wolken und Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -7 Grad. Auch der Donnerstagvormittag bleibt freundlich bei Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad. Bis zu 7 Grad Höchsttemperatur bekommen wir am Nachmittag. Im gesamten Allgäu scheint die Sonne. Die Temperaturen in den Bergen liegen zwischen -1 und +3 Grad. Es ist überall sonnig, am meisten Schnee gibt es am Nebelhorn und Fellhorn mit 130 cm. Auch am letzten Tag der Arbeitswoche zeigt sich die Sonne den ganzen Tag bei bis zu 6 Grad. Der Samstag ist dann wieder bewölkt. Bei +4 Grad kann es sogar etwas schneien. Am Sonntag lässt sich die Sonne hin und wieder hinter den Wolken blicken. Bei +2 Grad wird es dann aber wieder etwas kühler. Es kann zu Schneefall kommen. Im Umgang mit behinderten Menschen bestehen oft Berührungsängste. Jahrelang wurden sie in Heimen untergebracht und von der Gesellschaft mehr oder weniger ferngehalten. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Heute heißt das große Ziel Inklusion. Behinderte und nicht behinderte Menschen sollen miteinander leben, arbeiten und auch Sport treiben. Eine Plattform dafür bietet das Fußballturnier in der Baumit-Arena in Sonthofen. Seit 4 Jahren tragen dort die Mannschaften der Allgäuer Werkstätten zusammen mit Jugendspielern des FC Sonthofen und FC Memmingen ein Fußballturnier aus. In der Kabine des Team Allgäuer Werkstätten Memmingen bereitet sich die Mannschaft auf das große Turnier vor. Heute spielt ein Jugendspieler des FC Memmingen in ihren Reihen. Das ganze Jahr über haben sie trainiert und sich auf das Turnier vorbereitet. Bis jetzt hat das Memminger Team noch nie bei dem jährlich stattfindenden Turnier gewonnen. Aber da war auch noch nicht Kapitän Andreas Link dabei. Für heute hat er sich zusammen mit seiner Mannschaft viel vorgenommen. Wir probieren mal den ersten Platz holen, den Pokal für Werkstatt. Das wäre schön für die Werkstatt, wenn wir den ersten Platz und den Pokal holen für die Werkstatt. Das wäre echt ein sehr großes Ziel. Wir probieren es jedes Mal, aber klappt nicht so oft. Das Team Memmingen geht mit großen Erwartungen in das Turnier. Die Idee zum Wettkampf entstand aus einem gemeinsamen Training der Unterallgäuer Werkstätten mit dem FC Memmingen. Für die Kicker mit Handicap gab es damals einen Gutschein für 2 Stunden Indoor-Fußball in Sonthofen. Daraus entwickelte sich ein monatliches Wintertraining. Das Highlight der Saison ist das Turnier zusammen mit Spielern des FC Sonthofen und Memmingen. Ein wichtiges Event für die Inklusion. Also wir haben die Erfahrung gemacht aus diesem gemeinsamen Training vor 3 Jahren, dass die Jugendspieler von FC Memmingen damals zu Anfang schon nicht so richtig wussten, wie sie mit unseren Menschen mit Behinderung umgehen sollen, mit unseren Sportlern. Ne? Und waren dann bei den Trainingsstundeneinheit sehr vorsichtig gewesen. Und als sie aber gemerkt haben, dass das voll zur Sache auch geht und dass sie natürlich auch sportlichen Ehrgeiz haben, sind sie immer lockerer geworden und die Berührungsängste sind einfach verschwunden. In der Tat geht es hier mit sportlichem Ehrgeiz zur Sache. Die Memminger Mannschaft hat ein bitteres 5:3 gegen Mindelheim einstecken müssen. Für Kapitän Andi mit seiner Mannschaft, die sich so viel vorgenommen hatte, ärgerlich. Ein möglicher Grund dafür steckt vielleicht in der ungewöhnlichen Aufstellung aus Spielern mit und ohne Behinderung. Ja, am Anfang war es eigentlich ein bisschen so ängstlich, war man halt da, weil man jetzt nicht gewusst hat, wie die so jetzt selber spielen. Und ja, nach
So eine Stunde ungefähr ging es dann eigentlich und dann hat man auch gut mitgespielt mit den Leuten. Umgekehrt scheint es dagegen keine Berührungsängste zu geben. Die Spieler der Werkstätten verhalten sich offen, gehen aufeinander zu und achten nicht auf Etikette. Die Freude beim jährlichen Turnier mit den Freunden aus den Fußballmannschaften und den anderen Werkstätten ist ihnen deutlich anzusehen. Inzwischen haben die Memminger 4 von 5 Spielen gespielt und es läuft wieder. Ja, gerade läuft es gut. Das wäre der zweite Sieg. Wenn wir jetzt gewinnen, dann wäre es der zweite Sieg. Und das letzte legen wir nochmal los. Das letzte Spiel gibt man wieder Gas. Und probieren wir nochmal einen Sieg einfahren. Am Ende hat es dann doch nicht ganz gelangt für den Pokal. Die Mannschaft der Werkstätten Memmingen musste sich mit dem 3. Platz zufrieden geben. So eine Trainingseinheit könnten wir eigentlich auch mal übernehmen. Was meinen Sie? Wäre das was für die fleißigen Helfer von ATV? Oder haben Sie einen anderen Einsatzbereich für uns Moderatoren? Sie können sich nach wie vor bewerben für unsere Aktion ATV, die fleißigen Helfer. Alle Infos und das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Internetseite www.allgäu-tv.de. Mit ein bisschen Glück kommen wir zu Ihnen und greifen Ihnen unter die Arme. Und gleich stellen wir Ihnen Ingo Hilbert vor. Warum wir den Physiotherapeuten aus Kaufbeuren besucht haben, das erzählen wir Ihnen nach der Werbung. Vom Nordkap bis Sizilien, von Irland bis St. Petersburg. Mit Arnold erleben Sie die schönsten Reiseziele Europas. Preiswert, sicher und bequem. Angenehm reisen, gut erholen. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. ATV, die fleißigen Helfer. Sie brauchen einen Ersatz im Verein? Oder in der Arbeit? Sie brauchen Hilfe beim Schneeräumen? Oder im Haushalt? Unsere Moderatoren packen an. ATV, die fleißigen Helfer. Infos unter allgäu-tv.de. Menschen, die durch Krieg und andere Gewalttaten aus ihrer Heimat vertrieben wurden und sich eine neue suchen müssen. Die Rede ist von Flüchtlingen. Wer denkt, das Thema sei erst in den letzten Jahren aktuell geworden, irrt. Denn es ist im Grunde so alt wie die Menschheit selbst. Und auch im Zweiten Weltkrieg mussten Menschen ihre Heimat verlassen. Das Buch »Lass uns nach Hause gehen« erzählt davon. Von einem kleinen Jungen, der viel verloren, aber auch einiges gefunden hat. Autor ist Ingo Hilbert, ein Physiotherapeut aus Kaufbeuren. Aber dann kam mir eine Idee. Weißt du noch an Ostern, als wir Onkel Fritz und Tante Maria auf dem Bauernhof besucht haben? Sofort leuchteten ihre Augen auf und sie blickte mich mit freudestrahlenden Augen an. Ja, das war schön. Alle Tiere hatten Babys und wir durften sogar das kleine Kälbchen streicheln. Mir kamen fast die Tränen, als ich mich für diesen kurzen Augenblick auch selbst wieder in diese unbeschwerte Zeit zurückversetzt sah. Doch ich musste jetzt stark sein, denn ich war ja, seit Vater in den Krieg musste, das Familienoberhaupt. Stark sein, leicht gesagt, mit Ärmchen dünn wie Pergament. Ja, unzählige Kinder mussten damals die Arbeit von Erwachsenen leisten und nicht wenige zerbrachen buchstäblich daran. Aber es blieb einfach nichts anderes übrig. Wer sollte die anfallenden Arbeiten denn sonst übernehmen? Das Holzhacken, das Ausmisten, das Strohwenden, das Kochen, das Spülen und die tausenden anderen Aufgaben, die ein so großer Hof mit sich brachte. Aber auch das Schimpfen und Trösten der kleineren Kinder auf den Hof wurde von uns übernommen, obwohl wir selbst eigentlich oft genug Zuspruch gebraucht hätten. Wir waren große, nur eben kleiner. Das ist ein Ausschnitt aus dem Buch »Lass uns nach Hause gehen«. Autor Ingo Hilbert erzählt darin die Geschichte seines Vaters. Er wurde 1945 aus seiner Heimat, dem Egerland, vertrieben. Vor 14 Jahren haben sich Ingo und sein Bruder zusammen mit ihrem Vater aufgemacht, um dessen alte Heimat im Westen Tschechiens kennenzulernen. Im Jahr 2000 sind wir 3 dann dahin gefahren
und haben uns alles angeschaut, die alte Heimat von ihm. Den alten Bauernhof, wo sie gelebt haben, die ganze Gegend, die Menschen, auch Punkte, wo ganz tragische Dinge passiert sind, wie zum Beispiel der Friedhof, wo Erschießungen stattgefunden haben. Und auch diese Dinge haben wir dann angeschaut und das wird in dem Buch genauso beschrieben wie die Flucht. Und es ist praktisch immer ein Hin- und Herschalten zwischen 2000 und 1945. Geschrieben ist das Buch somit einmal aus der Sicht von Ingo Hilbert selbst und einmal aus der Sicht von Herwig Hilbert, seinem Vater. Die ganze Rahmenhandlung, alle Menschen, die vorkommen, die sind so am Existieren, so wie sie sind. Und die Geschichten außenrum, die habe ich natürlich dann zum Teil auch recherchiert mit Feldpostbriefen oder auch irgendwelchen Beiträgen im Fernsehen, die man dann gesehen hat aus der Zeit. Seine Erfahrungen und Eindrücke aus den Recherchen hat Ingo Hilbert mit in sein Buch einfließen lassen. Sein Vater hat mit ihm immer wieder Rücksprache gehalten, inwieweit die beschriebenen Gedanken und Emotionen wirklich zutreffend waren. Eigentlich war die Geschichte nur für den engsten Kreis um Ingo Hilbert gedacht. Ein glücklicher Umstand führte dazu, dass das Manuskript zum Buch wurde. Das war ein schöner Zufall. Ich habe die Geschichte ja eigentlich für meinen Vater, für meine Freunde und Familie geschrieben und hatte eine Lesung im Neugabel unser Haus und in Kaufbeuren, in einem Stadtteil in Kaufbeuren. Und da war dann zufällig oder auch auf Einladung hin der Oberbürgermeister Stefan Bosse da. Und der hat dann während der Lesung leider weg müssen, aber hat mir einen Zettel zugesteckt. Und nachdem die Lesung zu Ende war und ich hatte die Blumen und den Wein in der Hand, habe ich den Zettel rausgezogen und habe darauf gelesen auf seiner Visitenkarte, der Zuschuss der Stadt Kaufbeuren ist hiermit zugesagt. 400 Exemplare hat die Stadt Kaufbeuren bereits gekauft. Verteilt werden die Bücher an Schüler und Schülerinnen der weiterbildenden Schulen. Und auch schon damals, zu Schulzeiten, hat Ingo Hilbert gerne geschrieben. Also es ging schon los, da war ich auch noch ganz klein, kann man sagen. Und meine Oma hat immer gesagt zu mir, formulierte Sorgen sind halbierte Sorgen. Und als Kind schon habe ich immer gern und oft Tagebuch geschrieben. Und zum Teil wirklich ganze Romane. Und habe natürlich auch dann im Deutschunterricht dann auch immer ganz tolle Aufsätze geschrieben anscheinend. Und es war immer schon so eine Leidenschaft. Neben dem Schreiben spielt auch die Musik für Ingo Hilbert eine wichtige Rolle. Früh lernte er Klavier, Gitarre und Bass. Irgendwann war ihm das Spielen nach Noten zu langweilig und er komponierte am Klavier eigene Melodien. Wie dieses Lied, welches er mit der Geschichte seines Vaters verbindet. Das Cover des Buches »Lass uns nach Hause gehen« zeigt einen sich schlängelnden Weg. Ein typischer Lebensweg, meint Ingo Hilbert, und einer seiner Lieblingswege. Mit dem Aschermittwoch beginnt nicht nur die Fastenzeit. Heute ist auch der Tag, an dem die Parteien miteinander abrechnen, beim politischen Aschermittwoch. In Passau wetterte die CSU gegen die Opposition. In Vilshofen teilte die SPD aus. Die Grünen versammelten sich in Landshut und in Deggendorf hauten die Freien Wähler auf den Tisch. Auch hier im Allgäu treffen sich die Volksvertreter zum politischen Aschermittwoch. Und wir von ATV Nachrichten sind mit dabei und fangen die Stimmung ein. Was die Allgäuer Politiker und ihre prominenten Gäste zu sagen hatten, das erfahren Sie morgen Abend hier bei uns. Zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Schönen Abend, machen Sie es gut, bis morgen.